Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Play Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist. In der letzten Folge habe ich mein Mikrofon ein bisschen runterreguliert, weil ich der festen Überzeugung war, dass das Ganze übersteuert hat. Haben wir dann in der Nachproduktion festgestellt, dass dem nicht der Fall war und dass ich am Ende kaum noch zu verstehen war. Deswegen heute wieder mit den alten Werten. Das schien ja eigentlich ganz gut zu passen. Ja, und die Tatsache, dass ich in der Anmoderation so einen Blödsinn rede, statt in irgendeiner Art und Weise auf die Charaktere einzugehen, sollte zeigen, dass sich auch in der heutigen Folge wieder das Problem gestellt hat, von dem ich in der letzten Folge schon gesprochen habe, dass ich nicht so wirklich weiß, was ich mit den Leuten machen muss und deswegen die jetzt einfach irgendwie zusammenwürfle. Ja, die beiden zum Beispiel, die habe ich ausgewählt, weil die sich so ein ganz kleines bisschen ähnlich sehen. Ja, gerade auch mit der Nase und so. Von daher, wird schon irgendwie passen. Deshalb heißt es dann heute auch Chumley Huffington gegen Gong Strong. Heute heißt es Sonnenaufgang über Oz gegen den Weg des Samurai. Und jetzt ist es Zeit für ein Duell. Okay, dann wollen wir doch mal gucken, was der gute Chumster so für uns im Angebot hat. Ich vermute mal ganz stark, dass sich auch, also vom Titel her, dass sich sein Herausforderungsdeck sehr stark wohl auch an seinem Anime-Deck orientieren wird. Wir können ja mal ins Extra-Deck gucken. Ich erwarte da genau den Meister von Oz, der aus einer Fusion des großen Koala und des Känguru entsteht. Mit 4200 Angriffs- und 3700 Verteidigungspunkten natürlich ein ordentliches Biest, allerdings ohne jeglichen Effekt. Und dann haben wir noch Koalo Koala aus Meereskoala und Baumotter. Du kannst ein Monster vom Typ Ungeheuer von deiner Hand auf den Friedhof legen, um ein Monster zu wählen, das dein Gegner kontrolliert. Zerstöre es! Das klingt fast noch nützlicher als der Meister von Oz selber. Das Geile ist, wir könnten jetzt hier sofort eine Fusion aktivieren und den Meister von Oz rufen. Oder den anderen. Ey, das ist ja richtig geil. Das ist ja gerade mal richtig geil. Polymerisation. Beschwöre ein Fusionsmonster als Fusionsbeschwörung von deinem Extra-Deck und verwende dabei Monster von deiner Hand oder deiner Spielfeldseite als Fusionsmaterial. Dann haben wir hier noch Sonnenaufgang über Ayas Rock. Wähle ein Monster vom Typ Ungeheuer in deinem Friedhof. Beschwöre das gewählte Ziel als Spezialbeschwörung und falls du dies tust, verlieren alle offenen Monster, die dein Gegner derzeit kontrolliert, bis zum Ende dieses Spielzuges 200 Angriffspunkte für jedes Monster vom Typ Ungeheuer, Pflanze und geflügeltes Ungeheuer, das sich derzeit in deinem Friedhof befindet. Du kannst nur einen Sonnenaufgang über Ayas Rock pro Spielzug aktivieren. Sonnenaufgang über Ayas Rock, das ist doch die Karte, die Chumley in der Serie selber gestaltet hat, oder? Bestienkönig der Sümpfe. Du kannst diese Karte anstelle von einem beliebigen Fusionsmaterialmonster verwenden. Wenn du dies tust, kannst du bei dieser Fusion keine anderen Fusionsmaterialmonster ersetzen. Also einer muss übereinstimmen. Großer Koala. Eine Art des großen Deskoalas. Er ist zwar friedlich, doch man fürchtet sich vor ihm aufgrund seiner enormen Stärke. Und dann haben wir hier noch den Baumotter. Einmal pro Spielzug. Du kannst ein offenes Monster wählen, das du kontrollierst. Es erhält bis zum Ende dieses Spielzuges 1000 Angriffspunkte. Du musst ein Monster vom Typ Ungeheuer außer dieser Karte kontrollieren, um diesen Effekt zu aktivieren und aufzulösen. Gut, ich würde spontan sagen, Fusion! Und zwar beschwören wir... Den Meister von Oz beschwören wir. Fusionsmonster. Das ist echt lange her. Das ist echt, echt lange her. Und jetzt finde ich es gerade ein bisschen schade, dass wir als erstes gespielt haben. Weil dann hätten wir Gong jetzt gleich was
ordentlich was reindrücken können. Den Sonnenaufgang über Ayers Rock, den behalte ich nochmal in der Hinterhand für unseren nächsten Zug, weil wir ja ein Ungeheuermonster spezial beschwören können. Dazu gehört zum Beispiel, wenn er jetzt irgendwas hat, um den Meister von Oz zu zerstören, natürlich dann in der nächsten Runde auch der Meister von Oz. Ja? Also das ist so ein bisschen in der Hinterhand. Genauso wie den Baumotter. Ja, der hat einen geilen Effekt, den werde ich aber allerdings auch erst im nächsten Zug ausspielen, damit wir den Effekt auch definitiv nutzen können. Denn 1200 Angriffspunkte zu verteidigen, wenn wir keine Zauber- oder Fallenkarten auf dem Spielfeld haben, das ist gar nicht so einfach. Auch wenn da ein 4200-Punkte-Koloss daneben steht. Jetzt gucken wir erstmal, was Gong da entgegenwerfen kann. Wow, what? Penner. Dieser Penner. Super starker Samurai-Schwertkämpfer. Wenn diese Karte als Normal- oder Spezialbeschwörung beschworen wird, du kannst ihre Kampfposition ändern. Falls ein super starker Samurai-Monster, das du kontrollierst, gegen ein Monster deines Gegners kämpft, nach der Schadensberechnung, die Angriffs- und Verteidigungspunkte des Monsters deines Gegners werden zu Null. Gut, jetzt hat er hier natürlich zwei verdeckte Karten liegen. Wenn die uns aufhalten können, haben wir ein Problem. Aber, wenn die uns nicht aufhalten können, dann können wir das in dieser Runde beenden. Ich beschwöre als allererstes den Baumotter in den Angriffsmodus. Dann aktiviere ich die Zauberkarte Sonnenaufgang über Ayers Rock und beschwöre den großen Koala. Natürlich ebenfalls in den Angriffsmodus. So, das könnte potenziell wieder eine extrem kurze Folge werden. Oder jetzt kommt der Konter, der dafür sorgt, dass das potenziell eine extrem kurze Folge wird. So, der Meister von Ost darf natürlich auch mitkämpfen. Angriff. Bitter. Yo, das ist genau der Konter, der mich jetzt reinreißt hier. Genau das meinte ich. Stachelschild mit Kette. Jetzt habe ich nämlich gar nichts mehr. Wähle ein offenes Monster auf dem Spielfeld. Rüste das gewählte Ziel mit dieser Karte aus. Es hält 500 Angriffspunkte. Falls das ausgerüstete Monster angreift oder angegriffen wird, solange es in Verteidigungsposition ist, erhält es nur während der Schadensberechnung Verteidigungspunkte in Höhe seiner Angriffspunkte. Wir sind am Arsch, wir sind am Arsch, Gong wird gewinnen. Aber dann ist es halt so. Ganz ehrlich, dann ist es halt so. Was soll ich denn machen? So. Wumms. Wumms. Und da verabschieden sich der große Koala und der Meister von Oz. Jetzt mit dem dritten Auge. Du kannst diese Karte anstelle von einem beliebigen Fusionsmaterialmonster verwenden. Wenn du dies tust, kannst du bei dieser Fusion keine anderen Fusionsmaterialmonster ersetzen. Das ist ja herzallerliebst, aber es hilft mir in diesem Augenblick gerade relativ wenig. Aber, was macht denn der Kartenhändler eigentlich? Einmal pro Spielzug während deiner Standby-Phase. Du kannst eine Karte von deiner Hand ins Deck mischen, ziehe eine Karte. Ich beschwöre den Baumotter in den Angriffsmodus, dann aktiviere ich seinen Effekt. Um diesen Baumotter da zu stärken. Und dann aktiviere ich seinen Effekt, um diesen Baumotter zu stärken. Ja, du greifst da an. Ja, jetzt aktiviert sich natürlich wieder der Effekt. Ja, aber ich bin schon froh, wenn ich sein Spielfeld ein bisschen leer gefegt kriege. Ja, da aktiviert sich natürlich der Effekt der Riesenratte. Das war zu erwarten. Autsch. Das ist natürlich nach hinten losgegangen. Super starker Samurai, großer Benkei. Wenn diese Karte als Normal- oder Spezialbeschwörung beschworen wird, du kannst ihre Kampfposition ändern. Super starker Samurai-Monster, die du kontrollierst, können angreifen, solange sie sich in offener Verteidigungsposition befinden. Falls sie dies tun, verwende ihre Verteidigungspunkte für die Schadensberechnung. Ja, ich habe ihm gerade ein 3500-Punkte-Monster geschenkt, weil ich in keinster Weise auch nur
ansatzweise irgendwie nachgedacht habe. Ist das nicht geil? Okay. Ich muss so schnell wie möglich eine Fusionskarte ziehen. Das ist so ziemlich die einzige Chance, die ich eventuell noch habe, um hier irgendwas noch retten zu können. Ansonsten werden die super starken Samurai uns hier vom Feld fegen. Aber nein. Oh Gott! Okay, ich geb's zu, das kam jetzt dann doch etwas unerwartet. Ich habe nicht daran gedacht, dass mein Baumotter ja, weil er mit diesem anderen super starken Samurai gekämpft hat, null Angriffspunkte hat. Klar, wenn er Benkei dann aufpowert, dann ist Schluss, weil wir ja schon fast die Hälfte unserer Lebenspunkte verloren hatten. Aber ich würde sagen, Chamley hat sich eigentlich ganz gut geschlagen. Die super starken Samurai, die sind auch nicht ohne. Und Gong ist ja, glaube ich, auch nicht der einzige Charakter, der die super starken Samurai-Karten in seinem Herausforderungsdeck benutzt, oder? Ich bin der Meinung, wir hatten schon mal einen. Ich weiß nicht, ob es Trudge war oder irgendwas, aber ich meine, gibt's auf jeden Fall. Na gut, ja. Und als Trostpreis erhalten wir super starker Samurai Seelenschildmauer, quasi genau die Karte, die uns gerade so richtig schön den Arsch aufgerissen hat. Kann ich mitleben? Aber, ja. Gut, wir hatten einen guten Start. Sein Start war besser. Was soll man machen? Passiert eben. Werde ich mich jetzt gar nicht weiter groß drüber aufregen. Das hat ja keinen Wert. Ich hoffe nur, dass ich in absehbarer Zeit hier vielleicht auch mal wieder ein Duell gewinne. Das wäre schon nicht verkehrt. Schon alleine für mein Selbstbewusstsein. Na gut. Das war Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid dann auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Bis dahin wünsche ich euch aber erst einmal eine gute Nacht.